Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es noch einmal um die Funktionen gehen und dabei speziell um die Begriffe globale und lokale Variablen. Was globale und lokale Variablen sind, sieht man am besten an einem Beispiel. Ich habe hier mal so ein kleines Code-Schnipsel hier aufgeschrieben. Zunächst einmal werden externe Dateien inkludiert, also eingebunden. Das ist für uns jetzt nicht so interessant, aber hier wird es schon interessant. Hier werden Variablen definiert, und zwar Charaktervariablen A, B und C. Und dann anschließend wird das Hauptprogramm aufgerufen. Innerhalb des Hauptprogrammes werden Integervariablen definiert, i, j und k. Innerhalb des Hauptprogramms wird auch eine Funktion aufgerufen. Dort wird ein Parameter k, also der in die Integervariable k, übergeben. Und diese Funktion gibt auch einen Wert zurück, und das, was von der Funktion zurückgegeben wird, wird dann in i abgespeichert. Okay, gucken wir uns die Funktion einmal an. Die Funktion erhält, wie gesagt, eine Integer-Variable. Die wird hier mit var 1 gekennzeichnet und gibt letztendlich einen Integer-Wert zurück. Innerhalb der Funktion werden noch zwei Integer-Variablen m und n definiert, und mit der Integer-Variable m wird auch gearbeitet. Und zwar die übergebene, der Wert der Variablen 1 wird um 5 inkrementiert, also 5 wird dazugezählt. Und anschließend wird m, der Wert von m, wieder zurückgegeben an das aufrufende Programm. Okay, hier sehen wir schon, dass verschiedene Arten von Variablen definiert sind. Zum einen haben wir hier einmal die Variablendefinition außerhalb von Funktionen. Und wenn das geschieht, wie in dem Fall, dann nennt man diese Variablen a, b und c in dem Fall globale Variablen. Global deshalb, weil diese Variablen überall gelten. Also man kann von Main oder von Funktionen auf diese globalen Variablen zugreifen. Und innerhalb dieser Funktionen werden Variablen definiert, und diese Variablen sind lokal. Was der Unterschied ist, sehen wir jetzt. Der Compiler hat verschiedene Speicherbereiche zur Verfügung, wo er verschiedene Dinge abspeichert. Zum einen gibt es einen Speicherbereich für den Code, also dort wird das übersetzte Programm abgespeichert, also ob mit Variablen gerechnet wird, ob eine Zuweisung stattfindet und solche Dinge. Das wird alles in dem Codebereich abgespeichert, und dann gibt es einen Speicherbereich für Daten. Dort werden beispielsweise die globalen Variablen a, b und c abgespeichert, sodass von überall auf diese Daten zugegriffen werden kann, auf diese globalen Variablen a, b und c. Für die lokalen Variablen kann der Compiler noch keinen Speicherbereich festlegen, weil der Compiler ja noch gar nicht weiß, wie häufig beispielsweise eine Funktion func aufgerufen wird oder ob sie überhaupt aufgerufen wird. Es kann ja beispielsweise sein, dass das Programm auf eine externe Eingabe wartet, an einem Port beispielsweise, und auch nur dann aufgerufen wird, wenn halt eine 1 an einem Port anliegt. Und der Compiler kann während der Übersetzungszeit natürlich noch nicht wissen, welche externen Ereignisse auf so einen Mikrocontroller zustoßen werden, also welche Ports gesetzt werden, welche gelöscht werden. Also kann der Compiler während der Übersetzungszeit noch keine Speicherplätze für die Variablen m und n beispielsweise festlegen. Das passiert erst, wenn der Mikrocontroller läuft und wenn diese Funktion func aufgerufen wird. Dann wird der Speicherbereich festgelegt für die Variablen m und n. Genauso für das Main-Programm auch. Das heißt, der Mikrocontroller springt am Anfang der Ausführungszeit direkt zum Main-Programm, und dort wird halt geguckt, okay, welche Speicherbereiche muss ich denn jetzt eigentlich zur Verfügung stellen für lokale Variablen. Und das passiert in dem sogenannten Stack. Das heißt, wir haben noch einen dritten Speicherbereich, das ist der sogenannte Stack. Stack heißt so viel wie Stapel, das heißt, dort werden die Variablen quasi übereinander gestapelt. Also zunächst einmal würde der Mikrocontroller für die Variablen i, j und k letztendlich Speicherbereich zur Verfügung stellen. Das macht er hier unten im Stack und hat dort einen Speicherbereich, und
Dieser Speicherbereich kann innerhalb des Main-Programms genutzt werden. Weiter geht es dann mit dem Aufruf der Funktion Func. Und dieser Funktion Func muss eine Variable übergeben werden, und zwar die Variable k. Dazu schreibt der Mikrocontroller die Variable k wieder auf den Stack und ruft dann die Funktion Func auf. Innerhalb der Funktion Func heißt die Variable aber nicht mehr k, sondern wie wir hier angegeben haben, var1. Das heißt, var1 hat letztendlich den gleichen Inhalt wie k. Also k und var1 ist letztendlich das gleiche für den Mikrocontroller. Anschließend geht der Mikrocontroller hin und definiert noch Speicher für M und N. Und dieser Bereich ist nur sichtbar für die Funktion Func. Das heißt, Func kann auf diesen Bereich hier zugreifen, Main kann auf diesen Bereich zugreifen, beide Funktionen können aber auf die globalen Daten zugreifen. Deshalb A, B und C sind von beiden Programmen zugreifbar.